Es gibt wohl kein Thema, das die Luftfahrtwelt zurzeit so sehr beschäftigt wie die ganze Nummer rund um die 737 MAX. Ist ja aber auch logisch, denn da kann man quasi jeden Tag etwas Neues zu erzählen und es gibt immer wieder neue Perspektiven, von denen man dieses Thema mal betrachten kann. Heute gibt es, wie in den letzten Wochen schon regelmäßig passiert, ein kurzes Update zum Thema 737 MAX und dann sprechen wir nochmal über ein paar Gedanken, die mir noch gekommen sind zum letzten Video, in dem hatten wir über die Hauptversammlung bei Boeing gesprochen, die von Boeing-Chef Muhlenberg abgehalten wurde. Da habt ihr teilweise sehr ausführlich sehr gute Kommentare geschrieben, die mich nochmal auf ein paar Punkte gebracht haben. Und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen darüber, inwiefern andere Flugzeughersteller, allen voran natürlich Airbus, eventuell von der aktuellen Situation bei Boeing profitieren können oder vielleicht sogar darunter leiden könnten. Also ein zusammengewürfeltes, ganz entspanntes Sonntagsvideo. In diesem Sinne viel Spaß und bis gleich. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mittlerweile ist der Absturz der 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines, Ethiopian Airlines Flug 302, das ist mittlerweile schon wieder fast 2 Monate her. Am 10. März war das. Das heißt, die 737 MAX, die wurde ja in den Tagen darauf Stück für Stück immer weiter überall auf der ganzen Welt am Boden gehalten. Das Ding steht seit mittlerweile fast 8 Wochen am Boden. Also die Zeit rennt Boeing da echt ziemlich schnell davon. Und während wir uns darüber wundern, beziehungsweise auf der anderen Seite eventuell sogar ein bisschen darüber ärgern, dass auf der Boeing-Hauptversammlung durch Boeing-Chef Muhlenberg nur etwa 15 Minuten mehr oder weniger gut auf bestimmte Fragen zu 737 MAX eingegangen wurde und immer wieder mit den gleichen sehr allgemeinen Sätzen geantwortet wurde, da muss uns auf der anderen Seite natürlich auch klar sein, dass gerade aus juristischen Gründen der Boeing-Chef zum aktuellen Zeitpunkt natürlich sehr, sehr vorsichtig bei seiner Wortwahl vorgehen muss. Aussagen wie, das sei eine Verkettung von Ereignissen gewesen und das beim Lion Air-Absturz sowie auch beim Ethiopian Airlines-Absturz oder auch, dass die FAA ja durchaus die Sensoren und auch die Software der 737 MAX bzw. das Flugzeug im Ganzen zugelassen hätte, das ist ja nicht falsch. Also die Aussagen, die sind ja richtig, aber sie sind eben so allgemein und sie kommen immer und immer wieder, da kann man nicht wirklich neue und interessante Informationen daraus schöpfen. Aber der Flugzeughersteller schützt sich damit, soweit es geht, vor riesigen Klagen durch Angehörige oder durch Fluggesellschaften, die jetzt ihre Flugzeuge am Boden lassen müssen oder ihre Flugzeuge gar nicht in Empfang nehmen können. Davon ist beispielsweise auch die deutsche TUIfly betroffen. Die hat ja für diesen Sommer durchaus mit der 737 MAX in ihrer Flotte gerechnet. Und jetzt müssen sie eben für Alternativen sorgen. Da werden auf jeden Fall Klagen kommen. Die Klagen sind auch sicherlich schon bis zu einem ziemlich weit fortgeschrittenen Punkt vorbereitet. Und es wird auch einiges an vor allem Geld kosten, aber das, was Boeing hier betreibt oder das, was der Boeing-Chef hier vor allem in der Öffentlichkeit betreibt, ist selbstverständlich auch Schadensbegrenzung. Denn der Satz, den man immer mal wieder im Fernsehen sieht, alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet, das ist hier natürlich Programm und das im riesengroßen Stil. Das macht die ganze Sache nicht unbedingt sympathischer, aber eventuell seitens Boeing etwas berechenbarer. Auf der anderen Seite ist es dann wiederum auch sehr interessant zu beobachten, wie der Flugzeughersteller jetzt die Schuld und damit selbstverständlich auch irgendwo die Verantwortung so ein bisschen auf andere Stellen drückt, beispielsweise in Richtung der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA. Denn die haben ja, wie gesagt, das Flugzeug so wie es ist zugelassen. Sie haben das Ding zertifiziert. Die Maschine ist durch diesen Prozess durchgegangen. Warum sollte man da dann irgendwas ändern? Weil das wird ja schon richtig sein. Man holt sich jetzt also die Luftfahrtbehörde FAA mit auf die Bühne und sagt dann aber eben nicht, dass man gemeinsam einen Fehler gemacht hat oder eben als Flugzeughersteller einen Fehler in der Konstruktion oder wie auch immer gemacht hat, ist ja auch erstmal völlig egal, und der dann in der nächsten Instanz, wo er hätte auffallen müssen, auch durchgegangen ist, Käsescheibenprinzip, also dass man hier bei Boeing einen Fehler gemacht hat und da in der nächsten Instanz bei der FAA wiederum einen Fehler gemacht hat, sodass der Fehler jetzt am Endverbraucher in Anführungszeichen ankommen konnte, sondern man redet immer wieder am Thema vorbei, mit dem kleinen, aber feinen Hinweis darauf, dass die Instanz, die sich hätte melden müssen, wenn es einen Fehler geben würde, dass die sich eben nicht gemeldet hat. Mit anderen Worten, es gibt keinen Fehler. Niemand ist sich seiner Schuld bewusst. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ein riesengroßes Thema. Nun gut, was man dann aber auch noch beobachten kann, ist, dass die Konkurrenz, zum Beispiel eben in Form des europäischen Flugzeugbauers Airbus, dass die Konkurrenz, die ja durchaus auf der einen Seite durch die Krise bei Boeing profitieren könnte, dass die sich in der Öffentlichkeit wirklich zurückhält. Die sind da ganz, ganz leise. Das, was bei Boeing gerade passiert, das wird öffentlich nicht kommentiert.
Und das ist auch erst einmal wirklich gut so. Denn man kennt das ja ab und zu mal von den Fluggesellschaften. So, die schießen untereinander schon mal ganz gerne in verschiedenste Richtungen. Also, wenn es sowieso gerade im Internet, aus welchen Gründen auch immer, passiert ja immer schnell mal, so eine Negativwelle in Richtung einer Fluggesellschaft gibt. Aus welchen Gründen auch immer. Ryanair beispielsweise, die sind im Internet häufiger mal Thema. Und da kommt dann durchaus die ein oder andere Fluggesellschaft um die Ecke und schwimmt auf dieser negativen Welle durch irgendeinen Beitrag oder so im Internet einfach mal so ein bisschen mit, um für den ein oder anderen Lacher zu sorgen. Ob das jetzt wirklich sein muss, kann man sich drüber streiten, klar. Aber sowieso gilt, wenn dabei 350 Menschen sterben, dann gibt es da nichts zu lachen. Dann gibt es da auch keinen doofen Beitrag, den man irgendwo posten muss oder sowas, sondern dann hält man sich da zurück, weil alles andere ist hier wirklich nicht angebracht. Und auch hierbei kann man sich im Detail sicherlich darüber streiten, was jetzt richtig ist oder was falsch ist und was angebracht ist oder eben nicht. Das muss jeder für sich selber wissen, da möchte ich auch gar kein richtiges Statement vorgeben. Aber ich denke mal, wir sind uns schon einig darüber, dass Schadenfreude darüber, dass eines von zwei großen Unternehmen, die es am Markt gibt, Schadenfreude darüber, dass eines der beiden Unternehmen jetzt wirklich große Probleme hat, aktuell zumindest, muss ja auch gar nicht Boeing sein, sondern das kann ja auch ein ganz allgemeines Beispiel sein. Das ist hier immer fehl am Platz, denn eine Monopolstellung, hervorgerufen dadurch, dass einer der beiden Anbieter jetzt wirklich wegbrechen würde, das ist kurzfristig auch für uns als Endverbraucher erst einmal schlecht. Denn dadurch übernimmt das andere Unternehmen zwangsweise erst einmal eine Monopolstellung. Und das hat die Erfahrung gezeigt, das braucht niemand. Aus dem Grund bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass Boeing Probleme schnellstmöglich erkennt, sie als solche identifiziert und dann auch nachhaltig aus dem Weg räumen kann und die 737 Max von mir aus auch als 737 Moritz wieder in die Luft bringt. Dazu kommt, dass der Flugzeughersteller zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch recht alternativlos ist. Einige von euch haben das so formuliert, Boeing ist too big to fail. Da spielen natürlich noch ein paar andere Punkte mit rein, damit diese Formulierung da rauskommt, aber das gehört eben auch dazu, dass der Flugzeughersteller alternativlos ist. Denn die Boeing 737 Max Flugzeugfamilie mit etwa 4.600 offenen Bestellungen und auch die A320neo-Flugzeugfamilie mit etwa 5.900 offenen Bestellungen. Die Dinger, die laufen beide gut. Also die werden beide massig verkauft und die werden auch beide in naher Zukunft massig gebraucht auf dem Markt. Und Alternativen, zum Beispiel aus Fernost, die können entweder aktuell die Standards noch nicht erfüllen, die ein Airbus oder eine Boeing erfüllen kann, das ist einfach so. Und dazu kommt dann eventuell noch, dass das potenzielle Konkurrenzmodell aus Fernost gar nicht in naher Zukunft in den entsprechenden Mengen, wie es gebraucht wird, am Markt verfügbar sein wird. Mit anderen Worten, die Maschine kommt einfach zu spät auf den Markt und das sind alles Probleme, die die COMAC C919 zum aktuellen Zeitpunkt in sich vereinen kann. Die beiden größten Flugzeughersteller der Welt, Boeing und Airbus, die produzieren beide auf Anschlag. Die haben volle Auftragsbücher und die sind in den nächsten Jahren erst einmal beschäftigt mit der A320 und auch mit der 737-Familie. Hier jetzt in Anführungszeichen mal ebenso die Aufgabe des anderen, was den Bau von Standardrumpflugzeugen wie eben 737 oder A320 angeht, da jetzt einfach mal die Aufgabe des anderen zu übernehmen, das funktioniert so nicht. Dass der europäische Flugzeugbauer Airbus jetzt aber gar nicht durch die dezente Schieflage beim amerikanischen Flugzeugbauer Boeing profitieren könnte, das ist dann aber auch wieder gelogen. Wir haben das in dem Southwest Airlines Video schon mal angedeutet. Gerade durch den Zukauf der Bombardier C-Series im Oktober 2017 hat Airbus sich jetzt die Möglichkeit geschaffen, mit einem recht breiten und auch flexiblen Produkt auf die potenziellen Kunden zuzugehen. Dazu schauen wir uns einfach erstmal ein bisschen die Zahlen an. Der Airbus A319neo, der läuft nicht wahnsinnig gut. Davon ist noch keiner an eine Fluggesellschaft rausgegangen. Aber die Maschinen wurden auch nicht wahnsinnig gut verkauft. Also 55 Bestellungen gibt es dafür aktuell und das Flugzeug bietet Platz für etwa 140 bis 160 Leute. Im Vergleich dazu die 737 MAX 7 als kleinste Version der 737 MAX Familie, als Nachfolger der 737-700, auch hier mit knapp 150 Passagieren an Bord. Das Ding läuft genauso schlecht, also bei Boeing konnte man da auch nur knapp 60 Bestellungen für das Flugzeug bis jetzt einsammeln. Die Maschine sollte jetzt im Jahr 2019 das erste Mal ausgeliefert werden. Und da geht man auch davon aus, dass man da nicht mehr in Richtung 100 Bestellungen kommen wird. Das ist somit bei beiden Herstellern deutlich weniger, als sie von diesem Flugzeugtypen erwartet haben. Aber gut, Airbus hat jetzt also noch den großen Vorteil, in ihrem Regal nochmal auf ein weiteres Modell zurückgreifen zu können. Und das ist in diesem Fall die CS300, ehemals, heute heißt das Ding A220-300. Und dieses Flugzeug bietet Platz für 140 bis 160 Sitzplätze. Ihr merkt schon, passt genau auf 737 MAX 7 bzw. A319neo. Und das Flugzeug, für das konnte man mittlerweile knapp 450 Bestellungen einsammeln.
und ist noch immer nicht zufrieden, weil da sieht man noch eine ganze Menge mehr Potenzial. Unterm Strich kann man das so zusammenfassen, A220-300 ist ohne Zweifel der bessere A319 Neo bzw. auch die bessere 737 MAX 7. So, und in den USA, Heimat von Boeing, ist das Flugzeug als A220-300 spätestens durch die Bestellung von JetBlue angekommen. Die haben kurz nachdem Airbus das Ding umgenannt hat in A220, haben die 60 Maschinen fest bestellt und wollen damit ihre Embraer-Flotte Stück für Stück ablösen, Stück für Stück austauschen. Und sie erwarten durch die CS300 bzw. A220-300 eine Treibstoffersparnis in Höhe von 40% pro Sitzplatz. Das ist mal ein riesiger Schritt. Im leeren Zustand ist ein A220-300 ganze 8 Tonnen leichter als eine 737 MAX 7, übrigens 6 Tonnen leichter als ein A319 Neo. Und nicht zuletzt das, die Materialien und auch das gesamte Design des Flugzeuges trägt dazu bei, dass man mit dieser Maschine 160 Sitzplätze bis zu 15% effizienter von A nach B bringen kann, als das mit einer 737 MAX 7 überhaupt möglich ist. Und jetzt wird das Ding auch noch als Airbus vermarktet, also eine viel bessere Alternative gibt es doch gar nicht für dieses Flugzeug. Und genau da an der Stelle sehe ich oder beziehungsweise auch sehr, sehr viele andere Leute eben das Potenzial, dass Airbus auch durchaus noch von der 737-Krise profitieren kann. Also das funktioniert auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt die A220-300 so in den Himmel loben, eine kleine Einschränkung gibt es dann doch, und zwar bei der Reichweite. Die 737 MAX 7 kann knapp 1500 Kilometer weiter fliegen als der A220-300. Für kurze Atlantiküberquerung, also für die wirklich kurzen der Atlantik- und Pazifiküberquerung, reicht es aber trotzdem. Klassisches Beispiel, New York, London, das geht auch mit dem A220-300 und wir wissen mittlerweile, es gibt auf jeden Fall einen Markt für diese etwas längeren Strecken in kleineren Flugzeugen und dieser Markt wird auch in naher Zukunft weiter wachsen. Und dazu kommt dann noch, dass der A220-300 sogar ein ETOPS 180 Rating hat und das ist gerade für die Pazifiküberquerung, die man mit diesem Flugzeug machen kann, sehr, sehr nützlich. Aber gut, jetzt habt ihr in den letzten 2 Minuten wahrscheinlich doch schon gemerkt, dass dieser Bereich, in dem der A220 eine Alternative für die 737 MAX sein kann, ist der dann doch schon wieder ganz schön eingeschränkt war. Weil es ist eben nur eine Alternative für die 737 MAX 7 und das auch nicht auf allen Strecken. Aber der A220 hat auch noch einen sehr, sehr großen Vorteil, wahrscheinlich mit der größte Vorteil, der aus diesem Flugzeug überhaupt eine Alternative zu 737 MAX 7 machen kann. Und zwar wäre das Flugzeug, wenn man es heute bestellt bei Airbus, wahrscheinlich schon 2020, spätestens dann aber 2021 verfügbar. Zumindest in geringer Stückzahl. Und das ist eben an der Stelle auch der ganz große Knackpunkt, der die 737 eben fast alternativlos macht. Airbus kann auf gar keinen Fall innerhalb kürzester Zeit, weil jetzt niemand mehr 737 fliegen möchte, innerhalb kürzester Zeit mal eben die Produktionsraten verdoppeln und einfach alle Boeing-Flugzeuge, alle Boeing-Standardrumpflugzeuge, die jetzt überall auf der Welt bestellt sind, mal eben durch ihre eigenen ersetzen. Das kann so nicht funktionieren. Mit anderen Worten und um das Ganze auch zusammenzufassen, Airbus hat auf jeden Fall etwas in der Hinterhand, mit dem man dann auch auf jeden Fall von der 737 MAX-Krise profitieren könnte. Aber das ist nicht unbedingt der A320, sondern vielmehr der A220. Und das soll auch die Aussage des Videos sein. Dieser kommt dann aber nur für einige Boeing-Kunden wirklich als potenzielle Alternative überhaupt in Frage. Und so kann der europäische Flugzeugbauer sicherlich ein wenig durch die 737 MAX-Krise profitieren, aber dass jetzt hier im nächsten Jahr direkt mal Airbus Boeing übernimmt, weil Boeing gerade ein bisschen schwächelt und niemand möchte mehr 737 fliegen und auf einmal fliegen nur noch A320 durch die Welt, das ist erstens ein bisschen übertrieben und zweitens wird das so nicht passieren. Da ist es dann noch eher wahrscheinlicher, dass Airbus durch diese ganze aktuelle Situation ein bisschen leiden könnte, weil eventuell das Verhältnis zwischen amerikanischer Luftfahrtbehörde FAA und der EASA hier in Europa so ein bisschen bröckeln könnte und der eine dem anderen nicht mehr so richtig vertraut, was in der Luftfahrt dazu führt, dass das erstens alles sehr, sehr viel Geld kostet, zweitens sehr lange dauert und das möchte der Flugzeughersteller natürlich nicht. Aber für uns als Passagiere soll das nicht unbedingt das Problem sein, da kann es gar nicht schaden, wenn man bei allen Flugzeugen mal etwas genauer drauf guckt. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ein großes Dankeschön geht heute noch raus an Philipp und an Set the Rules. Vielen lieben Dank an euch für eure tatkräftige und großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.